If the first tree on earth brought life with it, if it taught the birds to sing and fly and showed saplings how to grow, what could it do for us? Alter. Er ist alleine in der Wildnis gestorben. Aber er hat nicht gesagt, wie. Und da er hier beim Fuchs auch von einem Täter spricht, könnte ich mir vorstellen, dass da wirklich was passiert ist. Also ich kann übrigens nicht rennen. Ich will es nur anmerken. Boah. Mach mich das gerade fertig. Uiuiui. There was a letter I received yesterday. From a name I didn't recognize, with a quote I can't stop thinking about. Death is not the opposite of life, but a part of it. More and more, I'm realizing one important truth. Each of us have our own journey to the first tree. But sometimes, I'm not sure I'm ready to take that first step. You already have my love. Weißt du, dass jetzt auch unsere Zeit gekommen ist? Wir haben den ersten Baum erreicht, also muss ich überhaupt hoch? Ich glaube schon, ne? Der erste Baum erwacht und fragt behutsam, ob die Füchsin eine letzte Nachricht an ihre Kinder hätte. Sie antwortet. Boah. Und eines Tages werden wir uns wiedersehen. Wo auch immer das sein mag. Wie auch immer dieses Treffen aussieht. Aber wir werden uns wiedersehen. Ich kann nicht mehr schreiben. Egal. Aber wir werden uns wiedersehen. Und wir tragen die, die wir immer geliebt haben, immer in uns drin. Und es ist egal, ob wir jetzt erst festgestellt haben, wie sehr wir sie geliebt haben, aber es war immer da. Ob man es äußerlich gezeigt hat oder nicht, ob man es damals gespürt hat oder nicht, aber es war immer da. Und es ist im Herzen drin und eines Tages werden wir uns wiedersehen. Und wo auch immer es sein mag. Und wie auch immer dieses Treffen aussehen wird.
aus unserer Zeit gekommen. I guess her journey was over. But I have no idea. It was only a dream. A distraction from tomorrow. I don't think dreams normally bring back to memory so many important feelings. Maybe it was just a dream, but it was also a gift. Yeah, I suppose. But tomorrow we're getting on a plane to the last place on Earth I want to be. The only person that would have made the trip worth it is gone. You're going to see him and be with him one last time before you say goodbye. I have one last quote for you by Emerson, sealed in an imaginary letter from me to you. It is the secret of the world that all things subsist and do not die, but only retire a little from sight and afterward return again. Go to sleep, my love. We have a big day tomorrow, but I'll be there with you every step of the way. Thank you. Thanks for listening. Good night, Rachel. Sehr schönes Zitat. Good night, Joseph. Sie verschwinden nur kurz aus dem Blickfeld, aber sie kommen wieder zurück, weil wir sie in uns tragen. Egal, ob wir es wussten oder nicht. Wir werden sie wiedersehen. Egal in welcher Form, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort. Sechs Monate später. Und wir sind aufgewacht. Da hinten liegt Rachel. Und die Steuerung ist auf einmal sehr anders. Die Maus reagiert sehr viel schneller. Ah. So. Muss ich jetzt hier raus oder wo muss ich lang? Ah. Nein. alles klar. Bedroom. Entweder sind sie umgezogen oder sie ziehen gerade um. Und hier komme ich raus. Warte, ist im Haus noch etwas? Ich kann hier hinten auch raus. Hier, nee, hier ist die Küche. Ach, alles klar. Gibt es irgendwo einen Lichtschalter? Ich sehe nämlich recht wenig. Hier kommt das Licht rein. Und noch ein paar Zeichnungen. Da wäre ein Lichtschalter, aber ich kann ihn nicht betätigen. Noch mehr Umzugskartons. Falls ihr gerade auf YouTube wenig seht, dann tut es mir leid. Ich sehe auch gerade wirklich sehr wenig. Ist ein Telefon? Wir gehen mal raus. Moving. Ja. Ah, ich glaube, sie sind umgezogen, oder? Zurück an den Ort? Ist das zurück an den Ort? Das Haus kennen wir doch, oder? Oder interpretiere ich hier was gerade komplett falsch? Hier sind noch mehr Haufen. Naja, die Tür kann ich nicht öffnen. Erstmal einmal ums Haus rumgehen. Schauen, was man so findet. Und das ist die Garage. Und da ist der alte Truck. Ja, sie sind zurück. Sie sind zurückgezogen. Hat er seinen Beruf vielleicht doch an den Nagel gehängt? Oder war er jetzt eigentlich schon Architekt oder nicht? Ist nicht ganz klar geworden, ne? Ne, hier kommt man nicht weiter. Hier ist der Briefkasten. Vielleicht mit einem Feuerwerkskörper drin, aber hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Da möchte ich ehrlich gesagt nicht runterspringen.
Wir lassen noch so ein paar Staubspürchen im Sand. Boah, ich sehe echt wenig gerade. Es ist wirklich nicht einfach, hier was zu erkennen. Ja, war eine alte Wand. Na, komm schon. So, wieder zurück beim Haus. Ah, wir können auch schneller laufen. Okay, das ist schon mal gut. Dann dauert es vielleicht nicht ganz so lange. Ist hier hinten etwas? Hier ist irgendwie eine Couch noch drin. Und ein Tisch. Ein Blick rein kann man werfen. Das Grundstück ist wunderschön. Schaut euch mal den Blick hier an. Das ist wirklich fantastisch. So. Ich frage mich, was wir suchen. Man kann hier runter. Da ist etwas. Und da hinten sehe ich auch etwas. Ein weiterer Truck. Warte mal, ich gehe erstmal nach da oben. Wir gehen das Ganze mal der Reihenfolge nach durch. Ich glaube, wir sollten zuerst hier hin, oder? Ist das ein Zelt? Ja, es ist ein Zelt. Hier sind sie campen gegangen. Unweit vom Haus. What the hell? Was ist das? Fuchs. Da hinten war noch ein Truck. Vielleicht hätten wir da auch noch was gefunden. Wir folgen dem Fuchs. Und plötzlich setzt die Musik wieder ein. Wir folgen dem Fuchs runter zum See. Und es wird Tag. Die Vögel am Himmel. Aber der Fuchs leuchtet heller als der weiße Boden, bedeckt von dickem Schnee. Wo führt er uns hin? Vielleicht an unser lang ersehntes Ziel? Es beginnt wieder zu regnen. Das ist wunderschön. Ist das schön. Oh Mann. Sorry, aber das ist echt fantastisch. So, der Fuchs ist... Doch, nee, der ist nicht verschwunden. Nur kurz abgetaucht. Geht rechts entlang. Ich hoffe, ich verliere ihn nicht. Der ist viel zu schnell, der Fuchs. Ja, ich komme nicht ganz hinterher. Oh mein Gott.
Scheiße haben wir da hinten? It's not your fault. Oh. Uiuiui. Alter. Es ist nicht deine Schuld. The first tree. Wow. Das war's, ne? Oh, was für ein Ende. Und es zeigt es. Zeigt es erneut. Wir werden uns wiedersehen. Egal wann. Egal wo. Egal wie. Wunderschön. Das mache ich mal nicht, weil ich nicht auf Englisch geschrieben habe. Ja. Wow. Das war's, meine Damen und Herren. The first tree. Ja, ein bisschen über 2 Stunden. Wunderschön. Ein wirklich wunderschönes Spiel. Ich frage mich gerade schon fast, ob man das als Spiel bezeichnen kann, weil es war eine Geschichte, die erzählt wurde. Eine hochemotionale Geschichte, die auf eine ganz besondere Art und Weise erzählt wurde. Ist so ein bisschen... Ja, fast wie ein bisschen auf Tacoma, ne? Bei Tacoma war tatsächlich noch mehr Spiel mit drin. Mehr Interaktivität. Das hier war wirklich sehr auf die Geschichte fokussiert, sehr stripped back. Das einzige Spielelement, was wir wirklich hatten, war das Einsammeln von diesen Kugeln. Und halt diese paar Jump'n'Run-Teile. Wirklich... wunderschönes Spiel. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass es nur mir so geht, dass die Geschichte mich emotional berührt hat. Ich denke, das wird bei den meisten so sein. Und gegeben der Rezeption vom Spiel ist das sehr wahrscheinlich. Ich kann mich in vielerlei Hinsicht mit der Geschichte auch verbinden. Obwohl ich noch lange nicht bei dem Punkt bin, wo der Joseph ist und... Es ist ein... Ja, beim Ende kann man auch wieder viel hineininterpretieren, finde ich, aber im Allgemeinen ist es deutlich, was für eine Message dieses Spiel uns vermitteln möchte. Und ich finde das eine total gute Message. Und ja.
Ja, wie gesagt, wunderschönes Spiel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Wir sehen uns nämlich immer wieder. bis zum nächsten Mal in einem anderen Video, bei einem anderen Spiel. Macht's gut. Bis dahin, habt einen schönen Tag und ciao.